das hier, das haben Sie gesehen, als ich letztes Mal hier zu Gast war. Tja, und was heute passiert? Das sehen Sie jetzt. Im neuen Monat, im Mai, im Mai. Ja, mein neuer heller Anzug. Und ich sehe, Sie sind begeistert. Schauen Sie auf meine Schuhe, meine Damen und Herren. Neue braune Schuhe, extra für Sie im Mai. War das heute ein Wetter? Großartig, oder? Fantastisch. Hier vor dem Kino nicht, doch. oft sind die Gäste so aufgeregt, ja, wenn sie auf dem Hauptbahnhof aus den Vorzügen steigen, dass sie gar nicht merken, was für ein Wetter auf dem Weg vom Bahnhof hierher ins Kapitol ist. Aber es war doch klasse Wetter hier vor dem Kapitol, oder? Ja. Wir haben heute Abend Themen. First Class. Einer der Großen unserer Kollegen. Einer der Giganten der Branche hat momentan Schwierigkeiten. Trouble in Paradise, könnte man sagen. Hans Meiser wohnt derzeit im Hotel. Das Leben ist kein warmes Bad, in das man hineinsteigt, sagt der Dichter. Wir werden exklusiv nichts als die supernackte Wahrheit darüber für Sie nachher ausbreiten, etwa 48 Minuten lang. Und morgen Abend ein Riesenereignis, dem wir, glaube ich, alle schon entgegenfiebern. Der Grand Prix Eurovision de la Chanson zum 600. Mal insgesamt und zum 700. Mal in Dublin. Eine tolle Sache. Drücken wir unseren deutschen Teilnehmern, ich glaube, wir haben den einen oder anderen, die Daumen. Ja. Und wenn ich Ihnen gleich sage, was für Gäste wir haben, dann werden Sie sagen, ist das denn die Möglichkeit? Wie kann man das denn an einem einzigen traumhaften zweiten Maiabend in Köln schaffen? Wir schaffen es gerne für Sie, meine Damen und Herren. Und für Sie ist auch er heute Abend wieder hier, wie in den letzten Tagen. James Last, schauen Sie das an. Meine sehr verehrten, lieben Freunde, wenn ich es nicht schon gewusst hätte, wäre ich fast aus meinen nagelneuen braunen Schuhen gekippt. Haben Sie eigentlich schon gesehen? So, schauen Sie mal her. Meine neuen braunen Schuhe, meine Damen und Herren. Das trägt man jetzt im Mai. Ich habe abends immer so geschwollene Beine. Ich glaube, Sie werden mich verstehen. Mir hängen teilweise wirklich die Knöchel über die Schuhe raus. Ich stehe auch doch den ganzen Tag am Witzefließband und so. Oft bin ich abends so kaputt, dass ich die Sendung kaum noch schaffe. Aber wenn ich Ihnen jetzt sage, wen wir heute als Gäste haben, dann werden Sie sagen, boah! Der große, freche, scharfzüngige, spöttische Mann des deutschen Fernsehens bei uns zu Gast und die attraktivste Frau des deutschen Fernsehens, mega erfolgreich und wieder topfit bei uns zu Gast, Birgit Schrowange und Oliver Kalkofe. Vielen Dank. Ich danke Ihnen für diesen akustischen Zustimmungsbeweis. Heute Morgen, es war gegen 6:30, als ich vom Mai zurückkam, vom 1. Mai. Haben ein paar Maibäume eingesammelt und ja, ich brauche ein Regal zu Hause. Und da sehe ich, wie Özgür hinten reingeht mit der Zeitung. Und ich schwöre es Ihnen, ich habe noch nie so große Buchstaben gesehen. So groß in der Zeitung, Hans Meiser, nach 19 Jahren Ehe, zog er aus in Bad Münstereifel. Ehefrau Silvi bleibt mit den Töchtern dort und Hans Meiser lebt zurzeit im Hotel. Ein Schock für mich. Wir alle sind in dieser Branche, wir alle haben unsere kleinen Fehler. Aber da hätte man es doch nicht gedacht, oder? Es war für mich, ich war wie gelähmt. Ich konnte Bruchteile für einen Sekunden nicht sprechen. Ja, und ich habe sofort
rumtelefoniert. Wisst ihr mehr? Wisst ihr genau? Und man sagt, ja, die Entfremdung bei Hans Meiser und seiner Gattin war so groß, Hans Meiser hat zu Hause bereits die Namen der Töchter von Karten abgelesen. Und ich lese. Ein Riesenschock. Er war zum Geburtstag, Hans Meiser sagt in der Presse, er war zum Geburtstag seiner 16. Tochter, zum 16. Geburtstag seiner Tochter nicht zu Hause. Ja, das kann passieren, aber noch schlimmer, zwei Tage später hat er einen Spielzeugpanzer geschenkt, weil er dachte, es wäre ein Sohn. Stellen wir uns das vor. Ja, das ist unser Beruf. Der kann schon mal so irritieren. Viele sagen, zum Schluss konnte man zu Hause mit ihm gar nicht mal mehr streiten, nicht? Weil alle 10 Minuten, man hat ihm geschritten, alle 10 Minuten hat er gesagt, Antworten auf diese Fragen und vieles mehr gleich. Ja. Doch. Bleiben Sie dran. Nein. Man muss verstehen, es ist nicht einfach. Ich muss auch mal sagen, ich weiß nicht, ob Sie vorstellen können, was wir Showstars so mit Frauen erleben. Also, bei mir ist ja schon die Hölle. Ja, aber bei Hans Meiser ist der nackte Wahnsinn. Und ich glaube, da war natürlich auch ein bisschen Eifersucht mit dem Spiel, denn diese Busse von Frauen, die täglich aus Wohnstiften in ganz Deutschland zu Hans Meiser. Ja. Für die ist Hans Meiser ein Sexsymbol und da kann natürlich Eifersucht mal aufkommen. Das muss man verstehen, nicht? Irgendwie war er der Einzige in der Branche, der im Grunde noch eine intakte Ehe hatte. Nichts mit der Sekretärin, kein Alkohol. Keine Drogen. Eigentlich hat er gar nicht richtig ins Fernsehen gepasst. Wenn man sich so unter Kollegen umhört. Und jetzt das. Wie gesagt, die Gattin bleibt in Bad Münstereifel im Haus. Das Haus gilt als schwer verkäuflich, weil im ganzen Haus sind überall Treppen angebracht für Hans Meiser, um die Füße draufstellen. Ich glaube, eins ist klar, das sind Schwierigkeiten, wie sie in jeder Partnerschaft einmal vorkommen, in jedem Leben. Und die Fans von Hans Meiser, wir werden weiterhin die Treue halten. Nächste Woche folgende Themen bei Hans Meiser. Es geht los am Montag mit Hilfe, mein Anwalt macht mich pleite. Dienstag ist Thema zweiter Frühling. Geschiedene Männer wollen es noch mal wissen. Und Mittwoch bis Freitag Sex im Alter, warum nicht? Ja, also das sind Energien. James. Und falls Sie sagen, ja, das war's bisher, aber ich möchte alles wissen. Hier ist sie, die ganze Wahrheit über unseren großes Idol Hans Meiser. Hans Meiser, die Pavlova des Problemplauschs, der Nureyev des Nachmittagstalks, der berühmteste Laberhannes der Republik. Wo findet Meiser nur die Kraft und den Rückhalt für seine Karriere? Richtig, bei der Familie. Aber damit ist jetzt Essig. Die Meiser-Ehe ist am Arsch. Die Krise begann, als sich die Meisers eine neue Couch kauften. Je öfter Hans auf diesem Sofa saß, desto wunderlicher wurde er. Er kaufte sich einen Computer, den er Toni nannte und wie ein Kind stundenlang festhielt. 20 Jahre glücklich verheiratet. Und plötzlich führte Meiser in seiner Redaktion die Minirock-Pflicht ein, sprach sich darüber hinaus für ein höschenfreies Arbeiten aus. Ehefrau Silvi war irritiert. Auch Einstellungsgespräche wollte Meiser mit einem Mal partout alle selber führen. Abends dann wieder auf der Todescouch. Man sprach sich über alles aus. Doch längst hatte das Sofa die Kontrolle über Meiser erlangt. Kurz darauf kaufte er sich dieses Sakko. 3 Menschen aus seinem Team erblindeten sofort. Ein Redakteur nahm sich das Leben. Aber Meiser trug das Ding kaltschnäuzig weiter. Als sein Sohn die Mumps hatte, fuhr Meiser in Urlaub und ließ sich von billigen Badehosenmodels hochheben. In diesen Kleidern erschien Meiser dann wieder zur Arbeit. Der Sender zeigte wenig Verständnis. In den Shows vergaß Meiser immer öfter das Thema, wirkte mehr und mehr apathisch. Als er seiner kleinen Tochter kurz darauf zum 50. Geburtstag gratulierte, war die Familie mit Recht sauer. Dann der Höhepunkt. Zu Hause steckte Meiser die Hand in den Küchenmixer und sang dazu schäbige Lieder. Silvi erwischt ihn dabei. Sie verlangt einen Ehetherapeuten. Aber beim ersten Termin erlaubte sich Meiser direkt einen unsensiblen Spaß. Silvi hatte die Faxen dicke. Scheidung. Meiser reagierte entsetzt. Auf einmal wurde ihm wohl alles klar. Aber zu spät. Unser Tipp, die Couch muss raus, Herr Meiser.
sagte auch Bertie Vogt offiziell seit dem großartigen Spiel gegen die Ukraine. Bertie Vogt sagte jetzt auch, Mario Basler ist ein Genie. Und wir haben das schon immer gewusst, oder? Mario Basler ist ein Genie. Ein Traumtor am, wann war es? Mittwochabend gegen die, sagt man Ukraine oder Ukraine? Ex-Russland. Gegen die Ukraine. Das Traumtor von Mario Basler. Fantastisch. Und auf dem Spielfeld wurde gehört, wie er kurz vor diesem Tor noch gesagt hat zu Klinsmann, halt mal kurz die Zigarette, ich mach ein Tor. Bertie Vogt, der ja lange Jahre ein kritisches Verhältnis zu Mario Basler hat, war so begeistert. Sie haben es gesehen, beim 2:0 sprang Bertie Vogt mehrmals kurz von unten ins Bild. Mit einer Ein-Mann-Laola, die er ja erfunden hat. Warum ist Mario Basler genial? Weil er die alten Weisheiten von Sepp Herberger verinnerlicht hat. Zum einen, ein Pilz dauert 7 Minuten. Und das andere, das 30. Bier ist immer das schwerste. Wir haben gehört, Mario Basler hat sofort nach dem Spiel sich ein Bier bestellt. Nicht alkoholfrei, wie es der DFB bringen wollte, sondern ein richtiges Pilz. Heißt es Ukraine oder Ukraine? 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 Was sagen Sie? Ukraine. Ukraine. Ich hätte immer gesagt Ukraine, aber ich glaube, es heißt Ukraine. Es heißt ja auch Slavko Arsenik. Geschrieben Slavko Arsenik mit den original Oberkreinern. Slavko Arsenik, Trompetenecho. Slavko Arsenik mit den original Oberkreinern. Da fällt mir ein, wo wir gerade von Niki Pilic sprechen. Boris Becker. Boris Becker hat eine große Tennisschule eröffnet in Monaco. Haben Sie es gesehen? Tolle Sache, erste Stunden, ja, voll ausgebucht. Sie lernen Tennis von der Pike auf, sozusagen, das Tennis RBC. Und Stunde 1, nicht der Aufschlag, sondern Stunde 1 in der Tennisschule von Boris Becker. Wie lernt man gefahrlos Nutella vom Messer schlecken? Man lernt den Bäckerhecht. Man lernt den Bäckerhecht. Man lernt die Bäckerfaust. Ja! Und das Bäckerfluchen. Ja! Drüber, drüber! Das war mein Lieblingshof, oder? Ja, noch schlechter! Oh, ich spiele wie ein Mädchen! Es wurden nur erstklassige Leute engagiert für das Training. Boris selber macht, wie gesagt, Messer ablecken und Aufschlag. Und Interviewtipps geben Günter Bosch und Jon Tiriak. Wie verhalte ich mich richtig im Interview? Übrigens, das konnte ich kaum glauben, heute Morgen 75 Jahre Autoradio. Hätten Sie das gedacht? 75 Jahre haben wir schon Autoradio, eine tolle Sache. Die häufigste Ausrede ja beim Unfallprotokoll, nicht? Wie konnte das denn passieren? Ja, ich habe den Sender nicht gefunden. Weil man hat ja so, wie heißt das denn, wenn es so durchläuft und dann stehen bleibt, man drückt es gleich wieder weg. Wissen Sie nicht, wie das heißt? Ich auch nicht, schade. Wissen Sie, da läuft SC, Scannen heißt das, glaube ich. Da sucht man so, dann läuft es durch und dann drückt man drauf oder nicht. Und dann läuft es stundenlang durch und plötzlich drückt man und dann war ich im Weg. Man kann es ja auch nicht sagen, nicht? Am besten ist es eigentlich für die Staumeldung, wenn man so fährt und derjenige, der fährt und die Staumeldung kommt, heißt dann so, A3 Köln Richtung Frankfurt. Sind wir das? Sind wir auf der A3? Ja, sag mal, ist das A3? Sind wir das? Fahren wir denn Richtung Frankfurt oder Köln? Hä? Kennen Sie? Ja? Sind wir das? Ja! Und da muss ich auch mal fragen, 1Live. Der großartige Hörfunksender 1Live und alle diese jungen, dynamischen Sender, seit wann duzen wir uns eigentlich? Oder? Ich meine, wenn ich schon im Stau stehe, ja, dann will ich doch nicht noch locker hinterher hören, ey, fahr da bloß nicht hin, da ist eh schon die Hölle los. Das reicht doch, ja? Nein, da wird man noch geduzt und es wird einfach so ganz locker so reingerieben, nicht? Es gibt ja eigentlich diese extra Möglichkeit, man hört Kassette und dann schaltet sich plötzlich der Verkehrsfunk ein und dann gibt es noch die Möglichkeit, und das vermisse ich sehr, warum hat nicht mal einer erfunden, dass bei Hörfunkwerbung sich das Radio ausschaltet? Und zwar bei dieser Werbung, die man so, sag ich mal, jetzt im Eifelkreis hört oder in der Südpfalz, wo das Lokalradio boomt. So Werbung wie so. Wieder ein Mofa von Zweirad Meier.
Ihr spricht dabei noch selbst. Es ist grausam. Ganz grausam. Viele Städte würde man gar nicht kennen, wenn es keine Staumeldung gäbe. Ich sage nur Mörsenbrocher Ei, Düsseldorf. Und es heißt Mörsenbroch, geschrieben Mörsenbräuch, aber gesprochen Mörsenbroch. Es heißt ja auch Soest und nicht Söst. Weil das E hat eine verlängernde Wirkung nach dem O. Vergleichbar einem H. Soest und Mörsenbroch. Oder auch Grevenbroch. Oder, die Heimat von Hans-Hubert Fuchs, Korschenbroch. Nicht Korschenbräuch, sondern Korschenbruch. Mörsenbrucher Ei würde keiner kennen ohne Staumeldung. Oder Essen-Kupferdreh. Mülheim-Aktienstraße. Karlsruhe-Rüppur-Ettlingen. Hey! Huch. Ja. Hallo, toll, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr hier seid. Ich bin oft erschreckt, wer uns alles findet. Und ganz wichtig, ja, es heißt im Schwarzwald Villingen-Schwenningen. Der Ort heißt Villingen, nicht Villingen, wie sie besonders korrekt machen. Der Ort heißt Villingen-Schwenningen. Muss immer gesagt werden. Ja, ich finde es wichtig. Und wenn Sie gar nicht mehr Bescheid wissen, das ist auch nicht so dramatisch. Wissen Sie, von irgendwoher kommt immer Hilfe. Bei uns zum Beispiel durch unsere Super Pam! Super Pam! Ha, ich bin so aufgeregt. Morgen Abend der Grand Prix Eurovision de la Chanson mit 27 Sängern aus zwei Ländern. Und zum 5000. Mal, glaube ich, in Dublin. Sie wissen ja immer, das Siegerland veranstaltet ihn nächstes Jahr und die Iren räumen ab. Jedes Jahr. Und ich weiß gar nicht, ob Sie wissen, wir Deutschen waren gar nicht so schlecht, wie es immer heißt, bei diesem Grand Prix Eurovision de la Chanson. Wir haben für Sie zusammengestellt die Geschichte des Grand Prix Eurovision de la Chanson aus deutscher Sicht. Der Grand Prix Eurovision de la Chanson. Für viele ein Sprungbrett zum Erfolg. ABBA begann mit ihrem Sieg 1974. Die deutschen Teilnehmer waren zunächst erfolglos. Unvergessen dabei der Auftritt von Udo Jürgens 1968. Weit abgeschlagen auch die Les Humphreys Singles. Mit den tollen Kostümen von Genghis Khan ging es dann steil bergauf. Und 1982 ist es endlich soweit. Nicole holt den ersten Sieg für Deutschland. Muss ich warnen. Auch an diesem traumhaften Maiabend muss ich Sie warnen. Wenn Sie zurzeit Urlaub machen auf den Kanarischen Inseln und uns vielleicht sogar dort sehen, Vorsicht, gefährliche Bakterien auf den Kanaren. Ganz was Böses, man weiß gar nicht genau woher, aber man vermutet von den Kanaren böse, böse Auswirkungen. Und es wird ja immer schlimmer mit den Bakterien und mit den Viren. Und sagt man eigentlich der Virus oder das Virus? Man sagt, glaube ich, das Virus, ja?
Korrekt heißt, glaube ich, das Virus. Der Virus geht auch, aber man sagt, glaube ich, das Virus. Und es wird direkt in sozusagen ein ganz persönliches Virus zu haben in diesen Tagen. Und da haben wir uns gedacht, da wollen wir nicht abseits stehen. Bakterien, Viren, es wimmelt nur so davon. Unsere Show hat ab heute Abend ein eigenes, ein gemeines. Es versteckt sich irgendwo und patsch, schlägt es los. Und vor allen Dingen, man weiß nicht, wo man es sich eingefangen hat. Das ist das Gemeine bei unserem Showvirus. Hier ist es, meine Damen und Herren. Unser ganz spezielles Showvirus. Ich glaube, an ihm werden wir noch viel Freude haben. Ja. Wann immer sich jetzt eine Gelegenheit anbietet, das Showvirus, ganz individuell. Und wir wissen nicht mal, was es bewirkt, ob es was bewirkt oder was das Gefährliche ist. Aber wir haben es schon mal. Ich finde, ja, das ist in diesen Zeiten das alles. Meine Damen und Herren, es gibt Neues von Hans Meiser. Und, ach nee, hier, das ist die Meldung. Jugend entpuppt sich als Nachrichtenmuffel. Stellen Sie mal vor, 3/4 unserer Jugendlichen meiden Infoangebote. So heißt das Wort. Infoangebote. Infoangebote, ja? Infoangebote. Gucken keine Nachrichten. Interessieren Sie nicht? Da haben wir uns gesagt, das kann doch nicht sein, dass die Jugend schon so verblödet. Da müssen wir doch etwas dagegen tun. Und wir sagen, es passiert so viel in der Welt, das kann man auch richtig gut erklären. Ab heute für unsere jungen Zuschauer News für Kids. Total super, dass ihr euch eingeschaltet habt und hier ist mein Zettel und es ist total wieder was Unglaubliches passiert. In Brüssel haben sich total viele von diesen Typen, von diesen Politikern zu einer Konferenz getroffen und die treffen sich da immer so in Brüssel und so weiter. Und wenn von euch irgendwann nicht weiß, was da so passiert ist, guckt mal, so sieht's da aus in Brüssel. Der dicke Mann hat coole Deals für euch klar gemacht. Die Zollfuzzis können nach Hause gehen. Und ihr dürft in Holland so viel Stoff kaufen, wie ihr lustig seid. Hey, danke, dicker Mann. Ah, da kommt gerade ein Fax rein. Finde ich ja irgendwie total süß. Danke übrigens, dass ihr mir immer so viele Faxe schickt und so. Hey, sagt irgend so ein Typ, Nick von den Backstreet Boys, will sich eine neue Frisur machen lassen. Da sollen angeblich Strähnchen reingefärbt werden. Hey, das finde ich irgendwie total süß. Ich stehe total auf Nick, der ist irgendwie so süß, ja. Und in Albanien ist total die Lucy abgegangen, ziemlich hart da unten. Die Regierung sagt, habe ich jetzt vergessen, aber guck mal rein in unseren Clip. Hier, cool, ey. Das beste Beispiel, dass man auch ohne die dicke Kohle jede Menge Fun haben kann. Morgen sagen wir euch, wo ihr diese geilen Klamotten für die nächste Love Parade bestellen könnt. Hey, da kommt schon wieder ein Fax aus dem Ticker. Wahnsinn, wie viele Faxe ich kriege. Was, jetzt soll Nick auch noch schwul sein? Wenn er mich fragt, totaler Bullshit, ja? Was soll er mit den ganzen Girlies anstellen, die dann so Schlüpper und sowas in sein Cabrio werfen? Ist ja auch wurscht, in Kanada, bah, das ist irgendwie so ganz da oben oder ganz da unten und da gibt's Leute, die haben zurzeit so voll die Arschkarte gezogen irgendwie. Da rauscht das Hochwasser so durch und die Kids kommen überhaupt nicht mehr in die Disco und so und da haben wir einen Clip, sieht irgendwo ganz fies aus da in Kanada. Leck mich am Arsch, ey. Stell dir vor, du wohnst da, ey. Boah. Mann, ey, die armen Schweine, zurück ins Studio, ja. So, das waren die Kids News. Danke, viel Spaß mit Disco. Tschüss. Der Mai ist gekommen. Keiner kann das bestreiten. Und die Auswirkungen des Wonnemonats, das Thema heute der erfolgreichsten Serie aller Zeiten in Sat.1. Demnächst in Sat.1 die dicken Kinder von Landau, Folge 199. Mamas Hans dampft in allen Gassen. Da muss ich mal die Hände waschen, oder? Ich weiß nicht, mit meinen Händen, das wird immer schlimmer mit dem Waschen. Ich hätte gedacht, es wird besser, aber dieser Waschzwang, unter dem ich leide. Aber ja, ich habe das jetzt aber irgendwie einem Therapeuten erzählt und so weiter und
Er hat mir gesagt, einfach, immer wenn ich das Gefühl habe, ich muss die Hände waschen, muss ich einfach sagen, nein, 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 ich muss gar nicht, ich will nicht. Ich will es nicht. Und es klappt, wissen Sie? Der Druck auf mich wird auch immer stärker, weil alle Mitwirkenden hier in der Sendung sind dermaßen populär bei den Zuschauern und bei der Presse und immer mehr Leute kriegen eine eigene Show. Und ich weiß gar nicht, ob Sie schon bemerkt haben, was unsere Stars hier aus der Sendung alles machen. Wir haben die wichtigsten, erfolgreichsten Sendungen für Sie zusammengestellt. Aber Herr Fassbinder, Sie sehen ja ganz anders im Fernsehen aus. Ja, vielleicht liegt das an den türkischen Fernsehapparaten. Das heißt eigentlich, guten Abend allerseits auf Türkisch. Ükülüm tülübe. Oh, das ist aber, glaube ich, Ostanatolien. Sag mal, es ist so trocken hier. Gibt's bei euch nichts zu trinken? Ja, natürlich. Was möchten Sie haben? Na, sagen wir mal einen Kölsch. Ein Kölsch? Ein Kölsch für einen Fassbinder. Und nun weitere Nachrichten mit Pamela. Bei einer Großrazzia ist heute eine international operierende Bande von Computerfälschern ausgehoben worden. In Deutschland und in 9 anderen europäischen Staaten waren insgesamt 2000 Polizisten im Einsatz. Das Wetter? Es bleibt kalt. Hi, willkommen bei Asi Viva. Ich habe auch viel Post bekommen. Da schreibt mir Stampi Würzel aus Berlin. Liebe Asi, meiner Meinung nach sind die Brexit Boys ein großer Haufen Scheiße. Und Blick sieht aus wie alte Füße. Ja, Stampi, du hast recht. Jetzt kommt erstmal Mucke. Auf Kings. Schwingt sich bereits ein. Für unseren ersten Gast, die attraktivste Moderatorin im deutschen Fernsehen. Lange, lange, lange nicht mehr hier bei uns gewesen. Gott sei Dank wieder hundertprozentig fit nach ihrem schweren Unfall. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Birgit Schrobange. Es ja, scheint schön, dass ich wieder mal bei dir bin. Ja, lange, über ein Jahr warst du nicht hier. Ja. Du hast eine sehr gute Haut bekommen. Ja. Hast du mein Produkt öfter benutzt? Nein, ich nehme das doppelte Make-up. Gar nicht mal so viele Pickel. Klasse. Das ist lieb, dass du das sagst. Ja. Das ist mir aufgefallen. Ja, das ist unterschiedlich. Ich habe ja letztes Mal nach deiner Gurkenmaske und so mir das immer aufgelegt und so. Aber super. Ich habe jetzt gehört, alles psychosomatisch, diese ganzen Dinge. Welche Dinge? Ja, also sowas wie Haut. Nicht jetzt, wenn man sich ein Bein bricht, das ist schon relativ reell. Aber mit Haut und so, man sagt ja, die Haut ist ja Spiegel der Seele. Spiegel der Seele, ja. Stimmt. Dann warst du vor einem Jahr, war deine Seele nicht ganz so in Ordnung. Manche sagen so, manche sagen so, aber... Du weißt ja, wie du bist. Das ist wieder alles okay mit deinem Bein? Ja, willst du mal meine Narbe sehen? Ja, zeig mal deine Narbe. Guck mal, ist die nicht toll? Au, oh, mein lieber Mann. Ich kann jetzt auch immer sagen, also ich weiß jetzt auch immer, wenn das Wetter umschlägt. Ist das so? Spürt da man das? Da habe ich noch eine Narbe und hier. Ja? Ja. Und du spürst es wirklich, das Wetter? Ich spüre es, ja. Muss es so? Übermorgen wird es ein bisschen kälter. Morgen wird es nochmal schön. Das merkst du daran. Ja. Hast du denn auch irgendwie so Schrauben oder Platten drin noch? Ich habe ein ganzes Ersatzteillager im Fuß. Ich habe noch 8 Nägel drin und eine Platte. Wie war das? Die Stellschraube ist jetzt rausgenommen worden vor 8 Wochen. Ja. Und in einem Dreivierteljahr werden dann die restlichen Nägel und die Platte entfernt. Und dann werde ich hoffentlich wieder richtig rennen können und alles Mögliche machen. Ja, aber du läufst ja jetzt eigentlich schon wieder einwandfrei. Also ja, ich habe auch sehr viel gemacht, sehr viel Reha, 3-mal in der Woche, 4 Stunden.
Was machen wir das? Unterwassergymnastik oder? Ja, unter Wasser, das wird mobilisiert, die Narbe und so weiter. Wie? Muskelaufbau. Wie war das eigentlich? Klar. Du standst auf einem Hundeschlitten? Ja, das wollte ich eigentlich mit dir zusammen machen, weißt du noch? Ja, ja. Da habe ich gedacht, aber... Dann wäre mir das bestimmt nicht passiert. Wieso? Du standst hinten drauf und die Hunde... Ich stand hinten drauf, die Hunde waren zu schnell, ich hatte 4 Hunde vorne vor. Ja. Und dann kam auf einmal so ein Pfahl auf mich zu und ich habe die Hunde nicht im Griff gehabt und sie stoppten einfach nicht, diese Hunde. Und da habe ich gedacht, jetzt muss ich von dem Hundeschlitten runterspringen. Und dann bin ich ganz blöd auf mein eigenes Bein gefallen. Das sah total unspektakulär aus. Ja. Überhaupt nicht schlimm. In Alaska? In Alaska, nein. In Rauris, in Österreich. Ach so! Weil ich hätte gedacht, wenn es so richtig kalt ist, dann merkt man ja... Das ist das härteste Hundeschlittenrennen der Welt, das stimmt. Ja. Da wollte ich ja eigentlich auch mit. Und die Hunde laufen so 80 Stundenkilometer oder sowas, haben die drauf, ne? Die haben richtig einen Zahn drauf, ja. Und hast du gleich gedacht, ach du lieber Gott, das ist langwierig. Ich hatte auch schon zweimal den Knöchel gebrochen, einmal den Arm und so. Und das, ich wusste immer gleich, 6 Wochen. 6 Wochen, ja. Das war jetzt ein bisschen schwieriger. Es war ein dreifacher Bruch, Trümmerbruch, Splitterbruch. Die Bänder sind gerissen. Es war schon echt eklig. Ist es wenigstens gleich richtig erkannt worden? Ja, ich bin in ein super Krankenhaus gekommen. Ja. Also ein tolles Unfallkrankenhaus. Ein super Arzt gehabt in Schwarzbach. Und das war sehr wichtig. Denn wenn sonst könnte ich jetzt auch nicht so gut laufen. Ja, eben. Und wenn erstmal gepusht wird, dann wird es ja ganz finster, ne? Genau. Ja, weil jeder ist dann immer mit dem Röntgen so, Aber die Nachsorge ist so schlimm, weil man kann das Fußgelenk irgendwie nicht richtig bewegen. Und das, man muss sich überwinden. Man denkt dann immer, ich hatte so beim Arm immer... Und vor allen Dingen, dann ist das eine Bein so dünn. War das bei dir auch, wenn das 6 Wochen stillgelegt ist? Dann hat man ja keine Muskeln mehr. Richtig. Aber da hatte ich dann irgendwie, plötzlich Aufmerksamkeit, weißt du? Weil ich hatte ein Bein und ein dünnes. Genau. Ja, du weißt ja, wie Kinder sind. Guck mal, der geht ja mit dem dünnen Bein. Ja. Ja, aber das geht ja relativ schnell, dann ist es wieder fit. Was hast du denn da immer? Ja, ich habe dir was mitgebracht. Wir recherchieren gerade für Extra. Ja. Neue Folge. Und zwar die Jugendsünden der Prominenten, Harald. Ach. Und da kommst du in der ersten Folge gleich dran vor. Wirklich? Ein paar nette Bilder habe ich mitgebracht. Vor 13 Jahren. Guck dir das mal an. Ach, du das bist du hier. Ich weiß. Ich weiß nicht, jetzt muss ich das den Zuschauern auch mal zeigen. Ja, zeig es doch mal hier rein. Das ist schön. Diese Bilder habe ich lange vermisst. Die gab es damals zu kaufen für 3 Mark. Den vorpubertären Jürgen von der Lippe hast du da imitiert, es war aber das Hemd hast du dir von ihm ausgeliehen. Komm, auch nicht. Es war im Theater in Augsburg. Und das war eine 50er-Jahre-Revue. Schau dir all die lieben Kollegen und ich spielte irgendwie einen abgeschossenen US-Piloten. Wirklich, in diesem Sketch. Und ich habe gesungen, wir wollen niemals auseinandergehen. Mit Gabriele Grund, das war meine Partnerin. Wunderbar. Ja. Ja, ich habe ja noch mehr Fotos, keine Sorge. Oh. Wow, Harald. Ich bin glücklich, dass du das gefunden hast. Ich habe immer gedacht, nur Fritz Wepper würde mit den Großen dieser Welt auftreten. Das ist wieder mit Gabi Grund. Wir waren das jugendliche Liebespaar im Theater. Nein, das ist mit Liza Minnelli, oder? Nein, es ist Gabi. Also ich hätte jetzt gedacht, Liza Minnelli. Das war Weihnachten an der Front und es kommt noch besser. In diesem Stück habe ich auch gesteppt. Echt? Ja. Kannst du das? Nein, aber ich hab's gemacht. Ja. Ah ja, wunderbar. Wunderbar. Das ist mit Gudrun Erfurt. Hast du aber schon wieder dasselbe Hemd an? Ja, das war dasselbe Stück. Es sind 2 Fotos aus demselben Stück. Ja. Und sie spielte da, glaube ich, eine Frau, die mich bekehren wollte, weg vom Militär. Aha. Ausdrucksvoll, finde ich, oder? Sehr, sehr. Wahnsinnig. Aber das finde ich hier noch viel ausdrucksvoller. Dafür sollst du auch einen Fernsehpreis bekommen haben. Nee, das war dieses Stück heißt Komm raus aus dem Schrank. Ja, aber du hast den Preis bekommen für das dümmste Gesicht 1983. Ja. Habe ich gut recherchiert. Ja. Hier, schau mal, da knie ich hinter der Couch. Das Stück heißt Komm raus aus dem Schrank und ist das Nachfolgestück von Lauf doch nicht immer weg. Du siehst da so ein bisschen aus wie Matthias Roos. Finde ich. Ja. Eine Mischung zwischen Matthias Roos und Matthias Richtling. Ja. Ja, so der mentale Kämpfer-Tiger. Noch eins. Wow. Ach, schau mal hier, das ist dasselbe Stück. Mit Hans-Heinz Frank, selig, mit Gabi Grund übrigens hier hinten mit der Brille und mit Eva-Maria Keller. Damals hast du noch nicht so viel verdient, da musstest du noch Kassenbrillen von der AOK tragen. Nee, da hatte ich Kontaktlinsen und das ist einfach ein Requisitengestell, weißt du? Mhm. Ja. Sehr gut, ja, das habe ich dir mitgebracht. Und die Bilder konnte man damals, die hast du wirklich gefunden, weil ich habe die damals, guck mal hier, das war auch, das sollten wir unbedingt sagen, da habe ich einen Overall an, also das war schon auch ziemlich gut, ne? Das hier. Ja, das habe ich jetzt vergessen. Schau, sie. Da siehst du aus wie ein entlaufener Sträfling irgendwie. So. Ja, so es war aber das Stück, glaube ich, Falsche 50er. Ich weiß nicht genau mehr, wie die Stücke hießen, aber sie waren sich irgendwie ähnlich, aber weißt du? Aber sehr gut, Harald, also du gefällst mir richtig gut. Wirklich? Ja. Wie ist das überhaupt, eine Frau, die so umschwärmt ist wie du? Ich habe jetzt gehört, du hast auch gespielt Klinik unter Palmen. Ja. Ja, mit Klaus-Jürgen Busso. Mhm. Und wir haben da ein Foto aus diesem, ein leidenschaftlicher Filmkuss. Schau mal hier, ist das Busso? Nein, das ist nicht der Busso. Wen küsst du da? Da küsse ich einen Schauspieler, das ist der Horst Günther Marx.
Ja, attraktiver junger Mann. Ein bisschen jünger als Herr Rousseau. Ja, was, ja. Was spielt er sonst? Er? Ja, er war, glaube ich, der Hauptdarsteller in der Venusfalle. Ah, mit Sonja Kirchberger. Mhm. Ja, und das fällt dann relativ einfach, so jemanden zu küssen? Ja, also das war ein ganz netter Typ, ja. Stimmt es, dass du dann noch ein bisschen Urlaub gemacht hast auf St. Barth, wenn du schon mal in der Karibik warst? Nein, da haben wir eine Sendung aufgezeichnet für Live. Live geht ja jetzt wieder los am 6. Juni, ja. Jeden Freitagabend um 22 Uhr. Und da haben wir ein Playboy-Fotoshooting begleitet, Playmate of the Year. Ja. Und St. Barth war natürlich sehr schön. Ich war nur 2 Tage da. Dann gehen ja die ganzen Prominenten hin, um sich erwischen zu lassen. Ist das wirklich so voll mit Prominenten? Paparotti war ja da, mit seiner Freundin, ich glaube Sharon Stone. Ja, ich glaube ja. Da gibt es ja irgendwo, da gibt es einen bestimmten Strand, da gehen alle hin. Governor Beach. Ja, genau. Ja. Da gibt es so einen Hochstand und da lauern dann die Paparazzi. Und das weiß man aber schon. Ja, und neulich habe ich ein Foto gesehen von Vanessa Paradis, wie sie gerade ins Wasser springt. Hast du auch gesehen, man sieht nur noch das Gesäß. Genau, ja, sehr gut. Aber Bild wusste, es ist Vanessa Paradis. Ja. Warst du schon mal da? Nein, das ist ja wahnsinnig teuer. Ah, das kannst du dir nicht erlauben. Nein. Ich fahre nach Domrep. Du fährst mal nach Mallorca, oder? Mittlerweile. Auch, aber ich wechsle so ein bisschen ab. Ne? So, Mallorca ist ja im Winter doch eher kühl. Domrep ist klasse, da gibt es ja diese Hotels, alles all inclusive. Ja. Da kriegst du immer so ein schönes rotes Bändchen oder ein grünes Bändchen für Halbpension, rotes Bändchen für Vollpension, all inclusive. Kannst schöne Sache. Und du gehst da wahrscheinlich hin, weil du endlich mal dann so richtig essen und trinken kannst. Ja, alles. Und es guckt keiner. Guckt keiner und ist all inclusive. Das ist das Wichtige. Birgit, am 6. Juni geht es wieder los mit Live. Ja. Gute Besserung weiterhin für dein Bein, aber es ist, wenn man es nicht weiß, ist nichts mehr zu merken. Nee, ja. Nee. Und wenn du wieder richtig springst wie eine Gazelle, dann schwebst du wieder hier bei uns herein. Wunderbar, ja? Freue ich mich. Gleich kommt Oliver Kalkofe, meine Damen und Herren, Birgit Schowange. Danke dir, alles Gute. Er ist der böse Mann des deutschen Fernsehens. Ein Spötter, der sich schon mit manchem unserer Idole, die wir lieben und verehren, fast verscherzt hätte, meine Damen und Herren. Aber was er macht, ist einfach zu gut, als dass ihm einer wirklich böse sein könnte. Herzlich willkommen, Oliver Kalkofe! Ah, das ist ein Outfit, ja? Das ist das neue Werbeabo-Geschenk von Premiere. Das gibt zum Decoder. Das ist eigentlich ein Sonntagabend-Ausgehanzug aus Peine, wo ich ja eigentlich herkomme. Das ist in der Ecke von Hannover, ja? Ja, ja. Eine Stadt, die uns beide ja verbindet. Traumhaft. Traumhaft, wunderbar. Ich habe mich ja von Peine nach Hannover hochgearbeitet. Das ist natürlich ein schlimmes Zeichen für einen jungen Menschen. Aber Peine ist so eine Stadt gewesen, die gern mal Hannover wäre. Dieses zwischen Hannover und Braunschweig. Ja. Zonenrandgebiet. Ehemals, jetzt ehemals. Ja mitten in Deutschland. Kann man auch so nennen. Ja, ist so. Falls der ein oder andere von den älteren Zuschauern dich noch nicht gesehen haben sollte, in Premiere unverschlüsselt, ja? Unverschlüsselt. Unverschlüsselt. Das gibt es denn bei diesem Sender etwas unverschlüsselt? Das ist doch irgendwie... Die Leute merken es immer nicht. Das ist also, wenn das Bild bunt ist, dann ist es unverschlüsselt. Und sonst ist es das, wo die Kinder davor sitzen und versuchen, es mit Wachsmalstiften anzumalen. Das ist dann verschlüsselt eigentlich. Ein kurzer Ausschnitt. Oliver Kalkofe voll im Einsatz. An der Nord- und Ostsee und bis zu 11 Grad am Oberrhein. Allerdings ist, wie gesagt, wolkig, aber eben trocken. Und ähnlich sieht es in der Schweiz aus. Da kommen noch ein paar kleine Regentropfen mit dazu. In Österreich, da wird es auch ein Wetter geben. Ja, heute gibt's Niederschläge. Also, das ist grandios gemacht. Jetzt war er der Kollege aus dem Frühstücksfernsehen von Sat.1. Es gibt ja kaum einen Promi, den du ungeschoren lässt. Wie triffst du diese Leute irgendwann? Ob es nun Sänger sind oder Volksmusik ist ja nun ein ganz besonderes Gebiet. Wie reagieren die Leute, wenn du die mal persönlich triffst? Das ist unterschiedlich. Also es gibt einige, wie zum Beispiel ein beliebtes Heimatduo, Mel Jersey, von dem hörte ich, er hätte gesagt, er würde gern jemanden engagieren, der mir die Fresse poliert. Das fand ich sehr nett, da warte ich drauf. Die haben aber, glaube ich, die Adresse noch nicht rausbekommen oder sammeln noch das Geld dafür. Dann gab es andere wie Michael Schanze, der mich angerufen hat, mir einen Tipp gegeben hat, welche Sendung ich doch mal vornehmen sollte. Dann gibt es Fanclubs. Also das Schlimmste sind eigentlich die Fanclubs, gar nicht mal die Prominenten selber, sondern sozusagen die Berufsbetroffenen für diese Prominenten, das heißt den Spastelruther Katzen-Fanclub oder den Bernd Klüver Haupt-Fanclub West, sowas gibt es.
Oder Patrick Lindner, Fanclub oder ähnliches. Der hat ja nun den Imagewechsel vollzogen, vom Volksmusiksänger hin zum Schlagersänger und sowas. Ich weiß aber nicht, ob er es schon gemerkt hat, aber er hat versucht. Doch, ich habe ihn gesehen in Hitparade. Gibt es jemanden, den du so ganz besonders schätzt oder liebst von den Schlagersängern? Ja, Achim Menzel ist ja, den sehe ich ja ein bisschen als meine Entdeckung vom MDR. Ja. Das ist ja dieses Familie Feuerstein Fernsehprogramm. Großartiger Sender übrigens. Ja. Wirklich, MDR, einer meiner Lieblingssender. Man denkt gar nicht, dass es also doch schon vor 1930 Fernsehen gab, aber sie zeigen es ja heute immer noch. Da Achim Menzel eben ist jemand, als ich den sah, habe ich gar nicht geglaubt, dass es den wirklich gibt. Ich dachte, ja, schon Jurassic Park Teil 2, Computeranimation, war mir nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Wir haben noch einen Ausschnitt hier von Oliver Kalkofe mit einem Künstler, der uns beiden sehr am Herzen liegt. Und schauen Sie, ein alter Ausschnitt aus der Hitparade. Samstagabend in unserer Straße. Unsere Straße ist am Samstagabend immer was los. Wenn in den Häusern die Lichter angehen, kommen sie raus. Die rumänischen Warzenmännchen, denn im Hellen trauen sie sich nicht. Okay, verständlich ist das. Sie sind mit Plateausohlen höchstens 1,40 Meter hoch, haben alle solche knorpeligen Schönheitsfurunkel wie die Kröte in den Lurchi-Heften und tragen diese Tuntenjäckchen von der Karnevalsseite im Versandhauskatalog. Und wenn Samstagabend ist, kriechen sie alle aus ihren Gullis und fangen an zu singen. Ein schreckliches Schicksal. Keiner weiß genau, wie es dazu kommt. Doch eins ist sicher. Schluckimpfung ist süß, Schlagersingen ist grausam. Kommt da, Reaktion vom Fanclub? Bisher noch nicht mal von der Schönheitswarm von Peter Maffay. Also noch nichts ist bisher gekommen. Das liegt aber auch daran, weil dieser Ausschnitt noch gar nicht gesendet ist, also bisher. Ist das aus deinem Jubiläumsprogramm? Das ist aus dem Jubiläumsprogramm 100 Jahre Mattscheibe. Das kommt jetzt übernächsten Sonntag. 11. Mai. 11. Mai in Premiere, unverschlüsselt übrigens. Hast du überhaupt so einen Decoder, so einen Premiere-Decoder? Ja, und ich bin einer der wenigen, der den wirklich bezahlt. Man glaubt es nicht. Also ich hab den. So blöd muss man mal sein. Man arbeitet da und bezahlt den. Das ja, und die anderen kriegen ihn alle umsonst? Ich weiß nicht, ich glaube, die klauen den, aber ich... Wie war das bei dir als Kind? Warst du so jemand, der viel ferngesehen hat? Ich bin mit dem Fernsehen aufgewachsen. Ich komme aus Engelbostel, das ist eine umzäunte Reihenhaussiedlung in der Nähe von Hannover, also noch kleiner als Peine. Ja. Dagegen war Peine, war da New York sozusagen. Die heißen alle Bostel in der Ecke, Bostel, ne? Alles Fallingbostel. Scherenbostel, ja. Wennebostel, Bostelbostel, ja. Pistelbostel, ja. Deutsche Bundesbostel, alles, ja. Glaube ich. Ja. Ja. Und da gab es eben nichts. Da war also das kulturelle Angebot war ein Kiosk und ein Tengelmann-Laden. Und da gab es eine Tiefkühltruhe, so, wo man noch reingucken musste. Und das war alles. Da ging man am Sonntag einmal zum Kiosk, holte mit dem Papa zusammen die Bild am Sonntag und dann hoffte man, dass bald Bonanza kommt. Das war also das Ganze, was man da irgendwie erleben konnte in der ganzen Zeit. Und das hat dich aber irgendwie geprägt, ne? Natürlich. Ja. Das hat mich geprägt. Ich musste mit allem irgendwie daran, ich musste mit allem groß werden, womit man in dieser Zeit irgendwie sich vertragen muss. Wir haben Dieter Thomas Heck geguckt, den blauen Bock und alles. Wie ist dein Gefängnis? Und du weißt, er ist der Pate unserer Sendung zu Dieter Natürlich. Thomas Heck. Er ist einer der Großen, oder? Ich habe ihn selber noch nicht getroffen, bewundere aber sein Handkettchen. Ja, das ist jetzt der Meister. Wenn ich groß bin, kaufe ich mir das auch mal. Aber wolltest du auf diesen Konflikt, der sich da andeutet, Heck und Uwe Hübner? Ich verfolge es nicht so genau. Ich weiß, Uwe Hübner, der ist ein bisschen zu jung und zu flippig, denke ich, für die Hitparade, oder? So auf Dauer. Ja, aber... Da fehlt so das tapsig Verschnarchte, was man früher so geliebt hat. Findest du? Dieses nette Dilettantische, was so früher da war. Wenn ich jetzt, als ich jetzt die Hitparade wieder gesehen habe, ich war begeistert. Tina York im Plateausohlen, fast auf die Fresse fällt, wo die Zunge zwischen den Zähnen hängen bleibt beim Lispeln. Das ist großartig. Auch Heinz Schenker, die Zähne noch viel weiter auseinander 1969. Die sind also erst später nachgerückt worden. Es ist toll, wenn man das mal alles wieder sieht. Am 11. Mai jetzt zum 100. Mal. Ja? Wichtig noch zu sagen, deine dass Platte? Man... Nein, das sowieso noch, das kommt noch extra. Hotte X, so heißt die Platte, die unheimlichen Märchen. Horst Hottmann ist eine Kunstfigur von dir, ja? Ja, Onkel Hotte ist so ein anderes ekliges Ich von mir. Ja. Aber wichtig zu der Mattscheibe, das ist nach der vierten Programmänderung, kommt die Sendung jetzt um 10 vor 10, um 21.50 Uhr. Alles andere vergessen. Das ist jetzt eben gerade noch mal geändert worden zum vierten Mal. So spannend kann Pay-TV sein. Man weiß es nie. Am besten den ganzen Sonntag immer Premiere gucken. Es
stört ja nicht, es raschelt nur so ein bisschen. Und irgendwann kommt die Sendung. Oliver Kalkofe. Danke. Ja. Ich habe das Gefühl, es wird ein großartiges Wochenende. Helmut, wie sieht das bei dir aus? Hast du Pläne für das Wochenende? Nö, noch nicht. Nee. Nee. Ja, ist schön, da ist man überrascht, was kommt. Ne? Oder wenn man das ganze Wochenende so verplant, ist dann oft nichts. Ich hoffe, ich kriege überraschend Besuch. Ja, das sind eigentlich die schönsten Wochenende. Ich kriege nur überraschend Besuch, weil wenn sie Besuch ankündigen, sage ich, bin weg, muss ins Ausland. Und bin lange in Südafrika und auf den Molukken. Und um sie richtig mental einzustellen, meine Damen und Herren, für das Wochenende eines der Glanzlichter aus dem Gesamtprogramm. Nichts ist so widernatürlich wie die unaufhörliche Aufdeckung des Sinns. Der Vorzug und die eigentliche Macht der Mythen ist, dass der Sinn nicht genannt wird. Das war sie, unsere Kurzwoche, in der wir nicht blau gemacht haben. Haben Sie gemerkt? Wir hätten leicht heute blau machen können und hätten diesen Tag als Brückentag genutzt. Montag haben wir eh frei. Nein, wir waren heute für Sie da. Danke, gute Nacht. Tschüss.